Wir sind bei der Gewichtheber-Europameisterschaft. Wir sind im schönen Minsk in Weißrussland. Klasse bis 53 Kilogramm. Also die zweitleichtesten Damen gehen an den Start. Und die Türkin Sibel Özkan geht an ihren Anfangsversuch. Markus Saron Ringgut übertragen Ihnen diese wie auch alle weiteren Klassen. Bis zum Sonntag sind wir ja sehr breit im Eurosport-Programm vertreten. 78 Kilogramm, das Anfangsgewicht der Türkin. Sie beginnt also das Reißen hier in der A-Gruppe, allerdings mit einem ungültigen Versuch. Hat man schon ahnen können, als der Kopf nach oben ging. Sie merkte schon, dass da oben eine Hantel durchgeht. Und als die Zehenspitzen so langsam hochgingen, da merkte man schon, hier geht es ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten los. Denn die Hantel hatte einen Trend nach hinten, da ging der Kopf nach oben und sie konnte die nicht halten. Hat also noch versucht, indem sie den Kopf nach oben bringt, beziehungsweise nach hinten, sich vielleicht besser in den Schwerpunkt zu positionieren, aber der Trend der Hantel, der war zu stark nach hinten, also sie hat etwas geschleudert und dann die Hantel, das ist ja erstmal richtig, wieder nach hinten gezogen in den Schwerpunkt, aber zu viel Kraft aufgewendet, das ist die große Schwierigkeit, wenn man technisch unsauber arbeitet, wenn man also nicht eng am Körper die Hantel zieht, sondern sie kreisförmig bewegt, sprich also von der Hüfte wegschleudert und dann wieder zurückziehen muss, dann treten dort große Kräfte auf. Und dementsprechend hohe Bremskräfte muss man auch aufbringen und das ist ihr eben nicht gelungen. Besser ist es, eng am Körper zu ziehen und dann ganz zum Schluss die Hantel nur noch 10-15 cm nach hinten zu bringen in den Schwerpunkt. Dann kann man diese Arbeit viel besser dosieren. Die Kamera blieb auf ihr, da sie sich selbst folgt, also kein Zwischenversuch einer anderen Athletin. Die nächste will dann erst mit 82 Kilogramm. 80 Kilogramm beginnen, nämlich Bojanka Kostova. Deswegen sie gleich wieder dran, hatte zwei Minuten Zeit, sich zu sammeln. Muss also sauberer arbeiten. Naja. So, und so hätte eigentlich schon der Erste aussehen müssen. Also das schieben wir jetzt wirklich mal auf die fehlende Erfahrung der jungen Dame aus der Türkei, die sicherlich auch erstmal so ein bisschen geschockt war, als sie herauskam. Sicherlich plötzlich ist mehr Licht, plötzlich sind mehr Kameras da, plötzlich laufen mehr Leute in Jackets rum. Ja, aus welchem Grund auch immer. Das sollte einen eigentlich aber nicht aus der Bahn werfen. Ich denke mal, es war eher die Aufregung an sich. Das ist eine Europameisterschaft. Das ist der größte, der wichtigste Wettkampf auf diesem europäischen Kontinent. Und da möchte man natürlich glänzen. Dementsprechend ist man aufgeregt. Und dann kann sowas im ersten Versuch schon mal passieren. Weil